Einen wunderschönen guten Morgen, Leute. Ich bin heute wieder unterwegs, nicht alleine. Der liebe Klaas begleitet mich wieder, der steht gerade da hinten unterm Baum. Wir angeln heute an der Leine hier in Hannover. Und mal schauen, die Mission ist heute, meinen ersten Hannover-Hecht zu fangen. Also da bin ich ja, an dieser Mission bin ich ja schon echt lange dran. Auf der Müritz hat es ja schon geklappt und in Holland hat es auch geklappt, aber in Hannover hat es einfach noch nicht geklappt. Und Klaas war so nett und hat extra gestern mir noch zwei Stahlvorfächer besorgt, weil ich mein letztes leider auch schon verbraucht habe und keins mehr hatte. Und als er sagte, komm, wir gehen mal auf Hecht, habe ich gesagt, okay, da muss ich mich erstmal wieder für aufstatten. Und hier an den Stellen ist auf jeden Fall Stahl wirklich sehr wichtig. Und wir werfen heute erstmal mit kleinen Ködern, so Jigspinner und so. Ich bin mal gespannt. Vielleicht können wir uns erstmal mit einem Barsch entschneidern. Aber Klaas hatte auch schon Erfolg mit Hechten auf diese kleinen Jigspinner. Ich bin echt mal gespannt heute. Das Wetter ist ziemlich trüb, würde ich sagen. Also bedeckt, kein einziger Sonnenstrahl. Es ist aber relativ warm. Ich bin mal gespannt, was der Tag so bringt. Wir starten jetzt hier erstmal und nehmen euch mit. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video und dann sehen wir uns gleich wieder. Jawohl. Der hat sich den eben genommen, ne? Jawohl. Danke. Ich bin vorne wieder in der Lippe. Ja. Leute, ich habe mir echt gefangen gerade. Lars hat mir gerade geholfen beim Keschern. Wahnsinn. Janas erster Hannover-Hecht. Hannover-Hecht. Mein erster Hannover-Hecht. Der ist aber noch ein bisschen zu klein. Der muss noch wieder rein, der ist untermaßig. Aber sehr schön. Ja, aus einem Hänger machst du einen Hecht. Okay. Ja, sehr geil. Oh Mann, ey. Ja, Klaas hat heute gesagt, komm, wir fangen heute einen Hecht. Da habe ich gesagt, okay, alles klar. Kannst du mir noch ein Stahlvorfach mitbringen? Klaas hat mir noch ein Stahlvorfach mitgebracht. Und ja, jetzt hat das sofort geklappt. Es ist unglaublich. Mit meinem Hecht entschneidert. Ich hätte jetzt gedacht, okay, vielleicht fangen wir erstmal einen Barsch oder so, mal gucken, wie der Tag läuft. Direkt ein Hecht. Richtig gut. Das ist mein erster Hannover-Hecht gewesen. Klaas, du hast jetzt meinen ersten Hannover-Hecht miterlebt. Richtig gut. Da arbeite ich ja schon ungefähr 3 Jahre dran, muss ich sagen. Und jetzt hat es endlich geklappt. Und meistens klappt es einfach dann, wenn man gar nicht mitrechnet, finde ich. Hier können wir eben die Schwäne. Schwäne filmen. Ja, das ist echt herrlich. Mir kommt so vor, als hätte ich die Familie schon mal gesehen, weil da ist einer bei, der ist noch grau. Zwei sind weiß. Die Elterntiere natürlich auch, aber da ist noch ein grauer mit dabei. Richtig schön. Alle schön hintereinander. Toll, ja. Ja, das ist wieder so das Feeling, wenn man ganz früh morgens losgeht zum Angeln. Das ist echt richtig schön. Man muss sich zwar aus dem Bett quälen, so, wenn man eigentlich noch gar nicht so früh aufstehen müsste, aber es lohnt sich. Und in diesem Fall hat es sich richtig gelohnt. Boah, ich bin aber auch richtig gehypt, richtig glücklich. Einfach mega. Sehr gut. Und Klaas legt erstmal mit dem Barsch hinterher. Ja. Ich habe mich noch gar nicht hier wieder entheddert hier mit dem ganzen Kram. Und da hat Klaas schon direkt den nächsten Fisch. Petri. Ja, ein kleiner. Läuft. Perfekt zum Entschneidern, nicht so groß wie deiner, aber... nicht ganz. Junge, direkt die nächste spannende Stelle. Klaas hat erstmal direkt 2 Barsche hinterher geschwommen. Das war richtig geil, weil es hier so flach ist, dass man das sehr gut sehen kann. Ja, die Finnen haben schon, die Rückenflossen haben schon aus dem Wasser. Ja, aber echt. Aber echt. Ja, spannend. Ich glaube, das Wetter ist gut heute. Oh Mann, wir sind baff, ey. Leute, das hätten wir eben mal aufnehmen müssen. Hier ist einfach gerade mal ein riesen Hecht
gesprungen. Er hat gejagt auf jeden Fall. Unfassbar, das war gerade krass. Klasse, erstmal direkt hinwerfen. Vielleicht kriegt man ihn ja noch. Direkt ins Wasser springen hinterher, Hecht holen. Oh. Also das war definitiv ein großer Hecht. Wahnsinn, ey. Wahnsinn. Mann, ey, was hier los ist heute Morgen schon wieder. Unglaublich. Wir haben jetzt einmal den Spot gewechselt. Eben am letzten Spot ging nichts. Und jetzt macht Klaas die ersten Würfe. Klaas ist mit Fire Tiger unterwegs. Knallige Farbe. Und ja, ich bin mal gespannt. Aber es ist echt richtig schön hier. Schön ist es. Aber Jana hat auch schöne Laune jetzt. Jana ist glücklich. Jetzt muss Klaas noch einen Hecht fangen und dann ist der Tag gelaufen. Dann können wir nach Hause gehen. Genau. Es wird weiter geangelt. Richtig schön, heute Morgen mal wieder unterwegs zu sein. Ja, Leute, Klaas musste mich gerade ein bisschen retten. Ich wäre nämlich fast ins Wasser gefallen gerade. Mein Köder hing im Ast und ich wollte den Köder retten. Bin dann so ein bisschen am Steilufer runtergekraxelt, hab dann in die Dornenbüsche gepackt und in die Brennnesseln. Meine ganze Hand brennt und dann bin ich auch noch abgerutscht. Dann kam Klaas schnell an und hab mich nochmal hochgezogen. Ich dachte nur so, nein, hoffentlich falle ich mit meinem Handy jetzt ins Wasser. Das ist die größte Sorge, ne? Ich selber ins Wasser fallen ist nicht so schlimm, aber mein Handy, oh nein, das wäre schlimm. Ja, aber hier am Spot ging jetzt nichts, auch kein Barsch, Nachläufer, gar nichts gerade. Bisschen Beißflaute gerade, Klaas. Ja, leider. Leider. Sollen wir mal schauen. Irgendwas muss ja heute noch gehen. Der Tag ist so gut gestartet. Ich bin eigentlich voll motiviert, muss ich sagen. Richtig motiviert. Aber auch wenn jetzt nichts mehr geht, macht das nichts. Weil ich habe einen richtig schönen Fisch gefangen. Mein erster Hannover-Hecht. Ich würde gerade sagen, der vom Müritz war ein bisschen größer. Ja, war nichts gegen die Müritz, das ist klar, aber hier mitten in der Stadt so einen schönen Hecht zu fangen, ist auch richtig gut. Ja, ich glaube, wir gehen noch mal weiter. Klaas packt gerade zusammen. Mal sehen, was noch so geht. So, wir gehen noch mal ein Stück weiter und wechseln auch mal die Uferseite jetzt. Beißen tun die Fische gerade nicht mehr, überhaupt nicht. Das war schon krass. Mal sehen, ob es hier jetzt besser wird. Das sind auch nicht so ganz leichte Stellen hier, muss man sagen. Hier ist zum Beispiel, hat Klaas erzählt, letzte Woche oder vor ein paar Wochen, als hier so Sturm war, ein richtiger, kompletter Baum abgebrochen. Und jetzt liegen hier im Wasser halt echt viele Äste. Also Klaas hat sofort einen Ast gefangen, ich auch. Und da muss man schon aufpassen, dass man hier nicht festhängt. Aber an sich ist es hier auch wieder richtig schön. Es ist so krass, dass ich so lange in Hannover einfach schon wohne und jetzt auch schon eine ganze Zeit angel, aber auch immer wieder neue Ecken entdecke. Mega schön. Also hier war ich auch noch gar nicht an dem Abschnitt hier an der Leine. Die hat mir direkt Hecht gebracht. Ich bin immer noch so gehypt, ey. Mega gut, auch wenn heute gar nichts mehr geht. Der Tag hat sich richtig für mich gelohnt. Ich bin mega, mega glücklich. Gerade weil ich einfach auch so lange gebraucht habe, um in Hannover einfach einen Hecht zu fangen. Und dann heute direkt. Richtig schön. Aber so kann es manchmal laufen. Manchmal fängt man direkt am Anfang einen Fisch und dann ist erstmal wieder Beißflaute, ne? Mal sehen, irgendwas geht bestimmt heute noch. Aber genau, wir gehen noch ein paar Stellen ab, gehen auch die ganze Strecke dann später wieder zurück. Da geht bestimmt noch was. Ich bin zuversichtlich. Das Wetter ist auf jeden Fall so angenehm, dass man es richtig gut hier draußen aushält. Jo. Jawohl. Petri Klaas, sehr geil. Petri, danke. Toll. So, wir haben jetzt nochmal alles mögliche an Ködern hier durchgejagt, was wir so haben. Jede Variante. Für Klaas gab es noch einen schönen Barsch. Richtig gut. Und für mich leider nichts. Ich hatte am Anfang einen Nachläufer, aber jetzt nichts mehr hier. Wir werden wahrscheinlich gleich wieder weitergehen. Aber ja, es ist einfach traumhaft schön hier. Wenn man hier hinten da hinguckt. Ach, schön. Idyllisch. Sehr traumhaft. Ihr seht, wir suchen uns hier ein bisschen die Brücken aus. Wir sind jetzt wieder ein Stück weiter gegangen.
Das macht schon mal gerade den ersten Wurf und hat direkt einen Hänger. Und ja, bis jetzt, außer Glas, Barsch, ging jetzt erstmal noch nichts weiter. Nur alles abgeworfen, aber was soll's, ne? Steckt man nicht drin. Ich mache jetzt hier auch ein paar Würfe. Gucken. Die Stelle sieht auf jeden Fall sehr interessant aus hier. So Leute, ich habe Klaas jetzt schon mal verabschiedet. Der muss dann nämlich eben in die andere Richtung zu seinem Auto. Und ich habe mein Fahrrad hier geparkt. Aber ich mache mich jetzt auch auf den Weg nach Hause. Ich bin jetzt nur noch mal zum Ort des Geschehens gegangen, wo wir heute Morgen echt, oder ich, gut gefangen habe. Es war ein richtig, richtig guter Tag. Also ich bin sehr froh, dass wir heute Morgen noch mal losgezogen sind. Und das Ziel Hannover Hecht hat geklappt, endlich. Also lange hat es gedauert, aber endlich hat es funktioniert. Und heute habe ich auf jeden Fall nochmal neue Stellen kennengelernt hier in Hannover. Es war auch sehr schön. Und jetzt mache ich mich auf jeden Fall auf den Weg nach Hause. Erstmal was essen. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns beim nächsten Mal.